Wenn der Schneesturm draußen tobt, dass man manchmal förmlich glaubt, nächsten stürzt der Himmel ein, ist es süß daheim zu zweien. Auf'm Sofa sitzt man dann, guckt sich recht gefühlvoll an, schmiert ein Bämmchen nach dem anderen und lässt einen machen wandern. In der Ofenröhre schmoren, Äppelsaft aus allen Bohren, wie das brutzelt, wie das zischt. Nee, darüber hinaus gibt's nicht. Lieblich wird's der Kaffeeduft, schon die ganze Wohnungsluft. Ja, da freut sich Sachsenherz, mag's auch schneien bis tief in März.